Hallo, grüß dich. Heute bin ich in T-Set, probiere den Instant Wap in der Funktion, bei der Sammelbrotbox und bei den beiden dänischen Druckbeuten aus. Und dann werde ich mal sehen, wie sich das verhält mit der Anzeige. So, also lasst uns mal starten. Im nächsten Schritt setze ich die Batterie am Instant Wap an. Warte bis, ja, der zeigt mir an, das sind jetzt 17 Grad. Hiermit schalte ich das Heizelement ein. Und da geht er runter auf 19,2 Volt. Ja, der ist erstmal soweit klar. Dann setze ich mir auch gleich, wenn es soweit ist, die Maske auf. So, nur vorbereite ich erstmal den Dispenser, stampfe den in die Oxalsäure ein und lege den erstmal ab und gehe dann zum nächsten Schritt. 28 Bar Grad mehr und dann ist das Ding betriebsbereit. 329. Und 230. Kommt da die Oxalsäure rein. Die geht runter auf 213 Grad. Und steigt stetig wieder an. Bei 19,2 Volt. Yes. So, das Gerät ist ja betriebsbereit. Und wieder Vollgang rein. Und verdampfen. Fertig. Richtig. Aha. Und die nächste. Perfekt. Also das ist ja, wenn es hier nicht die Brombeere wäre, muss ich mal entfernen. Aber das Gerät funktioniert tadellos. Das Gerät hat echt tadellos funktioniert. Da muss ich sagen, es ging ganz schnell. Wenn es erstmal auf der Betriebstemperatur ist, fällt es auf die 215 Grad. Und da ging gar nicht viel Zeit, war die wieder auf 130. Nächste und so weiter. Also praktisch, ging schnell. Ich brauchte keinen Stromkabel verlegen, keinen Generator starten, Batterie reinklatschen, Oxalsäure rein, fertig. Also, ich glaube, das wird jetzt mein Begleiter zu die verschiedenen Bienenstände, die ich habe. Ja.
Soweit, so gut. Vielen Dank, dass du dir das Video hast angeschaut. Hinterlasse doch bitte einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und wenn nicht, kannst du natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich über konstruktive Kritik sehr freuen. Soweit, so gut. Tschüss.